gewonnen. Das war einmal Klaus Balkenhol. Das war noch in den 90ern. Jetzt nageln Sie mich bloß nicht fest. Ich weiß nicht mehr genau wann. Und das war vor einigen wenigen Jahren Matthias Rath. Also, vielleicht wäre es mal wieder an der Zeit. Escola jetzt hier unter Hubertus Schmidt. Estobar der Papa, wie gesagt, und mütterlicherseits gehen wir zurück auf Fürst Piccolo. Sabine Ludwichowski hat ihn gezogen und er ist im Besitz der Equus Invest AG. Eieiei, da würde ich schon mal sagen, das sind sehr imposante Trapp-Traversalen. Sehr deutliches Kreuzen, wahnsinnig viel Elastik. Das ist ein Hammeranfang, den die beiden hier uns zeigen. Ja, gucken wir dem ruhig mal ins Auge. Der ist hellwach. Gucken Sie sich den an. Der ist hellwach. Ja, atmet vielleicht noch nicht in der letzten Konsequenz aus, aber zeigt uns wirklich, dass er sich dehnen will. Takt, Fleiß ist da. Da ist er so ein ganz klein wenig umweltorientiert. Es ist natürlich auch immer ein bisschen doppelt schwer, wenn man Deckhengste unter dem Sattel hat. Zumindest bei den meisten. Die sind dann doch gerne mal so ein bisschen orientiert, was um sie herum vor sich geht. Aber er managt das hier professionell, wie wir das von Hubertus Schmidt gewohnt sind. Eine tolle Bergauf-Galoppade, schon sehr schöne Lastaufnahme mit sehr guter Kontrolle hier in der halben Pirouette. So ein ganz, ganz kleines Mini-Hauchbisschen hat er ihn schon auch beschummelt. Hier der Escolar ist so ein ganz klein bisschen mit der Hinterhand nach innen gekommen vor der Pirouette. Und das ist ja immer eine große Herausforderung, dass man die wirklich genau in der Spur hat, damit die auch tatsächlich optimal zum Tragen kommen und nicht so ein bisschen sich am Gewicht vorbeischummeln. Super ausdrucksvoll, diese Galoppade. Also der hat, glaube ich, das, was man einen Bergauf-Galopp par excellence nennt. Ja, da gibt es die Neuner für den Mittelgalopp. Ich weiß aber auch nicht, was sonst noch viel mehr kommen könnte. Das war derartig überzeugend. Super durchgesprungen, die Wechsel. Viel Ausdruck in allem, was er tut und dabei wirklich gut in der Anlehnung. Da ist kein Rauf runter. Es gibt ja auch Hengste, die werden echt gern mal ein bisschen stark da vorne. Den Eindruck hat man hier überhaupt nicht. Ja, da wird er vielleicht noch manchmal so ein ganz klein bisschen übereifrig fast, aber zehnmal lieber etwas Übereifer als Pferde, die man zehnmal bitten muss. Achtung, der starke Galopp. Das konnten wir fast nur erahnen aus unserer Perspektive, aber ich glaube, das war richtig toll.
Huiuiui, Hubertus Schmidt, da hat er aber wirklich einen wieder für ganz vorne. Wir haben ihn jetzt schon ein paar sehr schöne Runden mit ihm drehen lassen. Und nochmal, ich weiß, ich wiederhole mich, aber unbedingt ein Pferd, was wir im Finale des Nürnberger Burgpokals wahnsinnig gerne sehen würden. Das war der Hubertus Schmidt hier mit Escola. Auch er ist 8 Jahre. Noch einmal für uns zur Erinnerung, Helen Lange-Hahnenberg mit Brisbane. 74-4-2 momentan das führende Ergebnis vor Annabelle Balkenhol mit Crystal Friendship. 72-8-8, Holger Finken. Das ist das Wunderbare, wenn beide so zufrieden aussehen wie hier bei diesen beiden. Und wir wissen eins, wir kennen den Hubertus Schmidt sehr lange im Spitzendressursport in Deutschland. Der ist sehr selbstkritisch, dass er so zufrieden guckt, das hat man ganz selten. Er weiß ganz sicher, dass ihm da ein klitzekleiner Fehler bei dem einen Wechsel nach dem starken Galopp unterlaufen ist. Aber er weiß auch, wie viele Top-Sachen er da drin hatte und vor allen Dingen, was für ein tolles Pferd er für die Zukunft da hat. So, und da haben wir das vorläufige Ergebnis. Und das ist 4 der 5 Richter übrigens sind sich einig. Die Spitze 75,878. Das ist ein Spitzenergebnis für den Reitmeister hier und diesen enorm ausdrucksstarken, elastischen Hengst. Mit Anja Wilimczyk. So, und jetzt haben wir hier was ganz Spannendes. Dieser Hengst, der war 4-jährig Bundeschampion und zwar bei den Fahrpferden. 5- und 6-jährig dann hat er sich für das Bundeschampionat qualifiziert bei den Dressurpferden und war erste Reserve für die WM der jungen Dressurpferde. Das allein finde ich schon eine enorm bemerkenswerte Karriere. Es ist Flavis, der 7-Jährige, der Jüngste hier heute. Flanagans Sohn aus einer Ehrentuschmutter. Wir haben nochmal einen 7-Jährigen, aber nicht noch jünger natürlich.